So, meine Damen und Herren, dann kommen wir zurück zur letzten 13. Folge von The Last of Us Remastered, der Hauptstory. Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie, kommen Sie ja nicht näher. Nein! Ihr seid alles Scheiße. Kind, wir nehmen dich mit. Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh Mist. Zurück! Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt richtig klopfe, ich glaube aber schon. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klickern in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Bitte! Du würdest ihm nur folgen. Die neue Form des Psychopathen Antivirus Clower. Sei vorsichtig.
müssen wohl laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Naja, die Bäume sieht man, dass die Bäume eher 2D sind, als statt 3D, außer die weiteren, die vorne, die hinteren eher nicht mehr. Aber Hauptsache das Wasser bewegt sich. Pass auf deinen Kopf auf. So, ich hab es. Ich bin doch schon alt. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo... Erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Ich musste mich anstrengen. Super. Ich glaube, du hättest sie gemacht. Ja. Weil das ein Comic lag, das wusste ich noch. Aber ich gehe davon aus, dass ich nicht alle Comics eingesammelt habe. Oh. Hör mal da. Wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Das müsste, glaube ich, Jackson, laut Lösungsbuch müsste das, glaube ich, Jacksons Will sein. Affe. So, dann beginnen wir die letzte Videosequenz und ich werde mich dann nach dem Abspann dann nochmal erneut wieder melden. Hier, ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Okay, na komm. Hey, warte. Damals in Boston. Als es mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, setzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's.
So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt gerade die 18. Minute angefangen mit dem Rest. Und ich hatte ja vorläufig bei 31 Minuten, 31, 41, das heißt, wir wären jetzt bei 49. Also würden rein rechtlich, wenn ich jetzt Folge 12 und 13 zusammenschneiden würde, bei 49 gleich 50. Minute sein. Also hätte rein rechtlich reingepasst. Und gegen Ende haben wir ja nochmal gesehen, dass Ellie über Riley gesprochen hat. Also da ist dann halt die komplette Beendigung auch von der Geschichtsrede, ja, von Left Behind. Auch wenn das DLC Left Behind praktisch in der Schneelandschaft beginnt, wo sie halt dann Hasen abschießt. Bis zu halt dem Augenblick, wo sie zum den Hirsch jagt und dann wieder zurückgeht. Das ist dieser kleine Bereich, wo eigentlich dieses Add-on beginnt, wo sie halt Joel näht mit der Flugzeugsache und den Rest, wo sie halt mit Riley unterwegs ist, der beginnt ja noch bevor wir die Einblendung sehen, 20 Jahre später. Also nach dem Vorfall von Sarah und dann kam ja die Einblendung 20 Jahre später. Und in dieser Geschichte, wo halt diese Einblendung war, 20 Jahre später, da zwischen nach Sarahs Tod und vor 20 Jahren, wo dieses Bild ist. Also Joel die Tür öffnet. Kurz davor war halt die Geschichte halt mit Riley, wo sie darauf jetzt hier nochmal drauf zu sprechen kam kurz. Und ja, wir sind gleich bei 20 Minuten. Und ich werde die Folgen nicht zusammenschneiden. Also nicht Folge 12 von 13 zusammen. Ich werde die jetzt beide getrennt lassen. Ich, wie gesagt, bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken. Somit haben wir The Last of Us Remastered, die Story, und The Last of Us Remastered Left Behind, das Add-on, beides durch für die PS4-Version, sodass wir jetzt da schon mal einen Haken hintersetzen können für erledigt. Wie gesagt, ob die PS3-Version kommt, weiß ich noch nicht. Wenn sie kommt, wird sie erst, wie gesagt, ganz ans Ende geschmissen, weil jetzt nur mal hinterher Last of Us für die PS3 zu machen, ist mir zu langweilig. Da warte ich eher drauf, bis ich mein PC-System durch habe, also mein neues PC-System fertig habe, und dann werde ich erst denn dort ganz zum Schluss erst die PS3-Version denn machen. So dass ich jetzt im nächsten Anlauf zu Heavy Rain wechseln werde und mich dann um Heavy Rain der PS4-Version kümmern kann und werde, wo ich auch gleich zu sagen, wenn ihr Heavy Rain guckt, da komme ich auch dann bei Heavy Rain nochmal drauf zu, wenn ich Heavy Rain starte, dass in der PS4-Version von Heavy Rain das Add-on mit Alan Page, der Präparator, nicht mit drin ist. Und daraufhin werde ich denn, wenn ich Heavy Rain die PS4-Version durch habe, aber ich komme ja daraufhin nochmal zu sprechen, wenn ich, wie gesagt, nicht in Heavy Rain bin, wenn ich denn Heavy Rain die PS3-Version machen werde, denn irgendwann eventuell wird da der Präparator dann mit drin sein, denn in der PS3-Version ist er mit drin, ich weiß aber nicht, warum er in der PS4-Version nicht mit drin ist, da gehe ich aber dann drauf ein, wenn ich in Heavy Rain drin bin. Das denke ich mal, ich würde ich aber in jedem letzten Video sagen, mit welchem Spiel ich fortfahren werde, dass man weiß, okay, er hat, so wie jetzt hier, mit The Last of Us aufgehört, fängt mit Heavy Rain an, im letzten Video von Heavy Rain sage ich eventuell Mortal Kombat und dann mal gucken. Wie gesagt, es kann auch sein, dass ich dann mich umentscheide und den Kurs zum Beispiel nach Heavy Rain, wenn ich zum Beispiel sage, im letzten Video von Heavy Rain mache ich weiter mit Until Dawn beispielsweise. Aber es kommt dann beispielsweise Mortal Kombat.
dass ich dann vielleicht Mortal Kombat dazwischen geschoben habe oder was. Aber trotzdem wird dann Until Dawn irgendwie dann verfolgen. Aber wie gesagt, achtet immer drauf, was ich dann eventuell im letzten Video sage, mit welchem Let's Play ich als nächstes anfangen werde. Kann vielleicht sein, dass ich vielleicht zwei, drei Namen nenne und davon dann halt irgendeinen auswähle. Muss ich gucken, aber jetzt Stand des Tages vom 8. Februar 2020, 19 Uhr, ist das nächste Display, was ich gleich im Anschluss anfangen werde zu starten und aufzuzeichnen. Ich weiß auch noch nicht, wann ich es hochlade. Wie gesagt, der Last of Us wird im Mai 2020 erschienen sein für euch. Dass ich dann als nächstes mit Harry Rain fortfahre und wann ich denn die nächsten Spiele hochlade, muss ich gucken, wie ich es mache. Weil ich will, wie gesagt, da ja im Mai 2020, also für euch jetzt genau in dieser Zeit, Last of Us Part 2 rauskommt, will ich auch in diesem Monat den Last of Us Remastered reinknüppeln, dass man praktisch den Übergang hat, falls man bei mir guckt, dass man dann praktisch gleich, vielleicht nach dem Video oder vielleicht auch vor dem Video jetzt hier schon, dann bei jemand anders in den Last of Us Part 2 einsteigen kann, dass das schon mal so eine kleine Auffrischung hat, von wegen, was ist in The Last of Us 1 passiert, falls es in The Last of Us 2 keine Flashbacks zu The Last of Us 1 geben sollte. Das weiß man auch nicht. Wie gesagt, hiernach wird jetzt Heavy Rain aufgezeichnet. Allerdings, wann ich den Heavy Rain veröffentliche, weiß ich auch nicht. Es kann sein, dass das vielleicht noch ein anderes Video online kommt. Bevor ich den Heavy Rain online stelle, muss ich gucken. Aber an dieser Stelle wisst ihr, im Anschluss habe ich Heavy Da werde ich den Harry Rain aufzeichnen, was dann planmäßig im Abstand von 3 Monaten dann kommt zum Veröffentlichen. Muss auch gucken, wie schnell ich das schaffe. Ich denke mal, heute fange ich an, wie gesagt, Samstag, morgen mache ich weiter mit Harry Rain. Am Sonntag denke ich mir, dass ich erst im Verlauf nächster Woche fertig werde. Das heißt dann, irgendwann zwischen 10. und dem 16. Februar, 10. bis 16. Februar, in dem Zeitraum werde ich wahrscheinlich mit Harry Rain fertig sein, weil ich dann auch arbeiten muss zwischenzeitlich und muss und ich nur Samstag, Sonntag eigentlich Zeiten habe, wo ich das machen kann. Also ich habe praktisch eigentlich nicht viel davon, ne? Damit ihr wisst, was passiert. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken bei The Last of Us Remastered der PS4-Version mit dem dazugehörigen Add-on. Kann sein, dass vielleicht genau hiernach ich dann das Add-on von mit Last of Us Left Behind Ellie dann veröffentlicht ist. Kann auch sein, dass Ellie vorher schon veröffentlicht worden ist. Ich weiß noch nicht, wie ich es jetzt hier an dieser Stelle mache. Wird ihr dann sehen. Ich bedanke mich an der Hilfe fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.